Die Wissenswerkstatt in Passau, eine Erfolgsgeschichte mit Pfiff und ungebrochenem Ansturm. Knapp 5000 begeisterte Besucher alleine im ersten Jahr. Auf 400 Quadratmeter technische und handwerkliche Erfahrungen sammeln, basteln, ausprobieren, tüfteln, entdecken und begreifen. Alles kostenlos. Als wir das erste Mal mit dieser Idee konfrontiert wurden, das war Jahresende 2011, hat uns das sofort überzeugt. Und die Idee fand weitere Förderer mit Weitblick. Knorrbremse entwickelt und produziert hochanspruchsvolle technische Produkte. Dafür brauchen wir engagierte Facharbeiter und kompetente Ingenieure. Die Facharbeiter bilden wir selbst aus, in verschiedenen Berufsgruppen. Die Ingenieure, dafür arbeiten wir mit Universitäten und Fachhochschulen zusammen. Was beide benötigen, sind Kinder, die für Technik interessiert sind, die Technik begeistert sind. Und da leistet den Einstieg die Wissenswerkstatt auf eine Art und Weise, wie wir das selber nie könnten. Technischen Nachwuchs heranziehen, Neigungen erkennen und fördern, das ist das Ziel der Wissenswerkstatt. Die Begeisterung der Kinder ist ungebremst, viele sind mittlerweile Stammgast. Ich bin heute schon das 17. Mal in der Wissenswerkstatt, weil es mir das so gefällt. Ich finde es toll, dass man euch selber entscheiden kann, wie man das machen mag und alleine das machen darf. Da kann man so tolle Sachen bauen. Zum Beispiel letztes Mal eine Eislöffelturbine, haben wir zwar daheim nicht benutzen können, aber ist trotzdem gescheit gewesen. Ich habe ein Windradl selber gebastelt und das hat mir ganz, ganz gut gefallen, weil man auch fast einen Käufer hat. Außer bei den ganz schweren, da hat er uns helfen müssen. Und das war wunderschön, der Wissenswerkstatt. Technik erleben von 8 bis 18 Jahren. Selbst Hand anlegen und los geht's, wie bei der Hui-Maschine aus Holz. Ich bin Azubi in einem großen Industriebetrieb und dass wir mit mir das auch mal sehen, wie sowas auch abläuft, kommen wir eben zur Wissenswerkstatt. Und da haben wir die Kinder so basteln, Werker beibringen eben oder denen einfach unterstützen, wenn sie es machen, dass sie das auch mal mitkriegen, wie man Sachen noch selber macht. Das Wissen, das Zeug kommt nicht einfach so ins Geschäft, sondern gibt jemanden, der das baut und wie das auch funktioniert. Die Wissenswerkstatt ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden, ist auch eine Zukunftswerkstatt für die jungen Menschen bei uns im Passauer Land, in unserer Heimat. Und der Landkreis Passau investiert auch in diese Wissenswerkstatt, insbesondere damit auch in die Zukunft unserer jungen Menschen. Und über 50% der Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus dem Landkreis Passau. Und damit setzen wir auch ein wichtiges Zeichen für die Zukunftsfähigkeit unseres Passauer Landes. Manche Firmen fördern nicht nur, sie sind aktiv dabei. Wir als mittelständisches Elektrounternehmen sind wir bei der Wissenswerkstatt engagiert, weil wir mir den Kindern spielerisch Technik nahebringen möchten und damit dem Fachkräftemangel, der aktuell besteht, in der Zukunft entgegenwirken möchten. ZF als größtes Unternehmen in der Region hat keine Probleme, Nachwuchs zu finden. Aber wie sieht es mit unseren Zulieferern aus? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Wir haben festgestellt, dass es hier größere Probleme gibt, Jugendliche zu finden, die für Technikaffinität empfinden. Und insofern war für uns dann die Idee naheliegend, eine Wissenswerkstatt zu schaffen, um Kinder im frühen Alter schon an technische Abläufe heranzuführen und somit auch dem Mittelstand zu helfen. Denn eines ist klar, ZDF kann nicht ohne seine Zulieferer erfolgreich sein und die Zulieferer können ohne ZDF nicht erfolgreich sein. Insofern brauchen wir uns gegenseitig und das war der Anlass für uns, die Wissenswerkstatt in Passau einzuführen. Technik erleben, Technik begreifen. Die Wissenswerkstatt gibt Vollgas und übertrifft alle Erwartungen. Nach einem Jahr Wissenswerkstatt, glaube ich, kann man eine sehr, sehr zufriedenstellende Bilanz ziehen. Die prognostizierten Besucherzahlen sind um das Doppelte übertroffen worden. Und die Wissenswerkstatt ist aus der Bildungslandschaft in unserer Stadt überhaupt nicht mehr wegzudenken. Die Wissenswerkstatt in Passau. Erfolgsgeschichte mit Pfiff. Und wann besucht Ihr Nachwuchs die Wissenswerkstatt?